herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den Tommys. Nogi. Thomas. Was haben wir heute Schönes gemacht? Wir waren im Wald. Bei Holz gehackt. Und was essen so richtige Holzfäller wie wir? Holzfällersteak? Das zeigen wir euch gleich. So, also wie gesagt, wir machen die Holzfällersteaks heute. Holzfällersteaks sind ja vom Schwein, ja, aus der Schweineschulter geschnitten. Die sind ja mit allen, mit Knochen, Schwarte und Speck. Wird dünn geschnitten, die Schultern, Scheiben. Wir haben sie ein bisschen eingeritzt. Werden sie würzen mit Oldschool-Griller. Ja, und dann hauen wir sie auf den Kamado. Lassen sie 20 Minuten indirekt ein bisschen räuchern, smoken. Und dann gehen wir nochmal schön Branding drauf auf den Gussrost. Dazu gibt es Mirko. Was gibt's dazu? Haben uns entschieden für Pommes. Und einen kleinen Dip werde ich euch noch zeigen. Da landet wieder was. Okay? Genau, das ist erstmal recht überschaubar. Ihr werdet es sehen. Wir nehmen ein bisschen Öl. Rein wieder ein bisschen Öl in die Scheiben. Klebt das Öl besser, das macht das Gewürz besser dran, ja. Und dann gehen wir reichlich von beiden Seiten drauf. So, die Holzfällerscheiben sind ordentlich gewürzt, ja, von beiden Seiten. Die Schwarte haben wir eingeschnitten, aus folgendem Grund. Das Fleisch zieht zusammen, die Schwarte bleibt meistens immer so ein bisschen straff, ja. Und dadurch hast du natürlich ein bisschen Elastizität draußen, oder gibt es Elastizität rein in das Fleisch, und das Schwarte zieht sich zusammen. Und vielleicht sieht es besser aus, mal gucken. So, wir haben hier ein Rotweinfässer, Chucks, ja, das sind nur so ein Stückchen, ein Rotweinfass. Also ein Stück reicht da völlig, ja, den schmeißen wir uns hier mit in die Glut. So, wir haben jetzt die Holzfäller draufgelegt. Das Holz fängt schon an mit Räuchern. Und wir lassen die für 20 Minuten bei 130 Grad smoken. Wir haben hier 100 Milliliter süße Barbecue-Soße, einen halben Teelöffel Salz, halben Teelöffel Paprikapulver und einen ganzen Teelöffel Cayenne-Pfeffer und einen kurzen Metaxa. 100 Milliliter Ketchup kommt noch dazu und dann verrühren wir das alles. Zack. Metaxa. Zack. Ja. Und die Gewürze. Zumachen. Und shaken. Und shaken. Probieren wir mal. Schneidet da Thomas dann wirklich alles. Ja. So, qualmt es gewaltig. Wir nehmen jetzt die Holzfäller und backen sie auf der Gussroste. Und so machen wir noch ein schönes Branding, ja? So, Freunde, Fritteuse läuft auf 190 Grad. Pommes hat man eine halbe Stunde ins Wasser vorher eingelegt, abgegossen. Und jetzt packen wir uns das hier rein. Nicht so viel, eine Handvoll. So, wir haben jetzt Kern 67 Grad. Wir ernten. So, die Pommes sind fertig. Goldbraun, knusprig, lecker. Endstation, Freunde. Mirko, wir haben es geschafft. Wir liegen jetzt die leckeren Pommes, frittiert, abgetropft auf Crepe. Mit Pommes, Würzsalz, lecker Mirki-Soße. Ja, ja, die nennen wir so. Die nennen wir so. Ja. Unsere Holzfäller haben es tatsächlich hinbekommen, oder wir haben es vielleicht auch hinbekommen. Eine Kruste, die Schwarte ist schön kross, sieht zumindest kross aus. Wir schneiden mal an und verkosten. Oh, hört das? Schwarte ist knusprig. Ah, wir haben hier eine Kerntemperatur von, was haben wir da, 66 Grad haben wir vorhin gesehen, ne? Mhm. 66 Grad waren es gewesen. Danke. Ich tippe.
Hast Sparte, ha? Mhm. Gut. Gewürz kommt schön. Mhm. Pommes? Mhm. Ja, kennen wir die verschiedenen Muskeln. Du hast unterschiedlich belastete Muskeln in der Schulter. Ja. Ist ja also ein Stück hell und dunkel. Und da ist unterschiedliche Färbung. Und deswegen schmeckt das so geil? Ja, von jedem was dabei. Mhm. Wir wünschen euch noch einen schönen Röstabend. Mhm. Bis bald wieder. Oder? Macht's gut. Tschüss.